Ja, grüß euch, habe die Ehre. Jetzt bin ich mal hier mal wieder unterwegs mit meinem Bike. Und zwar wollte ich heute ein Video machen, ein kleines Informationsvideo, weil viele haben das anscheinend nicht mitbekommen. Schaut sehr schön hier im Wald, sogar mit einer Anlage, gell? Heißt das Steinstockschießen oder irgendwie sowas, gell? Ja, auf alle Fälle, wer es nicht weiß. Und zwar, Shimano hat jetzt etwas geändert, weil früher waren die B01S Bremsbeläge für die BRM T200, also für mein Fischer 1723 Fahrrad, für das hier. Schaut her, kann man das lesen. B01S waren die originalen bzw. die ersten Bremsbeläge, die wo dafür verwendet worden sind. Und Shimano hat jetzt etwas geändert. Und zwar heißen die jetzt B03S. Seht ihr das? Kann man das lesen? B03S. Angeblich soll die Mischung etwas besser geworden sein. Also von dem Resin, von dem Harz, von dem Bremsbelagmischung soll angeblich besser geworden sein. Also 30% mehr Bremsleistung und auch ja, höhere Bremsleistung allgemein. Also dann kann man wahrscheinlich alle, ja, ich schätze mal das, ich weiß es noch nicht, ich habe es leider noch nicht ausprobiert, aber angeblich sollen die länger halten wie die B01S. Weil die B01S sollte man eigentlich nach 1000 Kilometer wechseln, was ich nicht mache. Aber mich hat mal jemand angeschrieben als Kommentar auf dem Video und der meint, er wechselt die alle 1000 Kilometer. Und hier habe ich jetzt meine alten drin, ich könnte es euch zeigen, ich hoffe, ihr kriegt das mal auf. Und schaut her, ich fahre die halt schon immer extrem runter, schaut her. Also man sieht das wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Sieht man das? Sieht ihr das, wie ich die immer runterfahre? Also kurz vor Eisen, das sollte man natürlich nicht machen. Macht es nicht, tut es immer rechtzeitig wechseln, weil ich fahre sie meistens bis 2000 Kilometer runter und dann wechsle ich es halt. Aber zur Info, gell? Das sind nicht mehr die B01S, jetzt sind es die B03S von Shimano. Die passen bei der BRM T200 Bremsanlage rein, bei der 300er und bei der 447er, bei der M3050, M355 und so weiter. BRM T500 geht auch. BRM T200 steht natürlich auch drauf. BRM T400 funktioniert auch. Also die, wo es früher waren, sind jetzt die B03S. Zur Info, gell? Ja, das war es eigentlich so. Das wollte ich euch bloß sagen, weil ich habe halt gelesen, dass manche da ein bisschen verwirrt sind und schon in die Vor- und Nachgeschaut und gefragt habe, ob die wirklich passen, anstatt die B01S. Aber die passen. So, ansonsten, ja, was habe ich noch? Ja, genau, zeige ich euch mein Bike. Jetzt habe ich 10.000, schaut her, Kilometerstand. Mein Kilometerstand sind 10.380 Kilometer. Machen wir mal hier weiter. Ja, das ist die Höchstgeschwindigkeit, 41,5 km/h. Das ist hier meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Und was noch? Ja, das habe ich jetzt noch zu fahren, 31 Kilometer. Habe ich noch frei, gerade auf Stufe 3. Ansonsten bin ich immer noch geil zufrieden mit dem Fahrrad. Also 10.300 Kilometer und das Ding läuft noch einwandfrei. Der Akku auch bestens. Okay, ich habe einen kleinen Unfall gehabt mit so einem Lieferfahrer. Da ist mir leider etwas abgebrochen oder rausgebrochen, beziehungsweise die Halterung ist etwas angebrochen, weil die mir voll in die Seite reingefahren ist. Das ist hier. Aber das werdet ihr jetzt hier nicht sehen. Ne, da kommt jetzt das Licht entgegen. Sieht man das? Ah, schlecht, gell? Doch, jetzt sieht man es. Ah, da fällt man gleich der Akku runter, macht nichts. Seht ihr das? Das habe ich hier kleben müssen, weil mein Lieferfahrer hier in die Seite reingefahren ist. Und da hat es den Akku richtig rausgedrückt. Ja, was willst du machen, gell? Man muss so aufpassen. Ich möchte jetzt nicht die Lieferfahrer da schlecht machen, aber eins muss man schon sagen, mit denen ihren Geschäftsmodellen, von wegen mit in 10 Minuten sind wir bei ihnen. Ich finde das eine Sauerei, dass man überhaupt die Leute da so unter Druck setzt, dass sie so schnell fahren müssen. Und mir fällt es immer auf den Straßen, gell? Sie fahren verkehrte Richtung, sie fahren Fußgängerweg, sie fahren über Rot. Also alles, was man nicht machen sollte, machen immer diese Lieferfahrer. Finde ich schon ein bisschen krass, echt. Mir fällt das echt auf, weil ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und da, ich weiß auch nicht, hey, ja, die Leute werden halt ausgebeutet, kein Bock an einem Fahrzeug, wie es dir gefällt, verstehst? Nach mir die Sinnflut so ungefähr. Ja, das war es eigentlich so mit dem Video. Also nicht vergessen, B01S ist vorbei, die heißen jetzt B03S. Gell? Das wollte ich euch noch mitteilen. Ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Ja, eigentlich nichts. Ja, seht ihr mein Fahrrad? Na doch, ich habe was Neues gemacht, habt ihr schon gesehen? Ich habe meinen Lenkeradapter drauf gemacht. Seht ihr das hier? Schaut her. Lenkeradapter und eine große Glocke. Ah, da geht was, da hört man einen. Weil früher hatte ich hier so eine kleine Glocke dran. Das war immer so bing, 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 bing. Aber das kannst du vergessen. Beim Straßenverkehr sind viele unterwegs mit Kopfhörer und die hören dich einfach nicht. Du willst überholen und das musst meistens beim E-Bike. Und dann kannst du nicht vorbei, weil die dich nicht hören. Ganz übel. Deshalb gute Glocke und diesen Adapter für den Lenker. Weil da kann man wenigstens das Licht gerade machen.
Früher, schaut's her, weil die Lenker ist halt etwas, die wird hier dicker und dünner. Das heißt, wenn sie da Lampe hinmacht, entweder geht die Lampe nach links oder nach rechts, also nicht hundertprozentig nach vorne. Und das hier, da kann man wenigstens noch was drauf machen, meine Kamera etc. etc. Also, jetzt bin ich aber raus aus dem Video, ich mache es nicht zu lang. Ich komme, hier sind überall Leute unterwegs. Ja, jetzt kommen schon mit den Hunden, schaut's her. So schaut's aus. Also, ich wünsche euch was. Pfiat euch, ciao, servus.